Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Ich hatte wieder ganz schöne Ideen und ich wollte einfach mal was mit anderen Formen machen. Und da ist mir eine Kugel begegnet und ich dachte, wir machen heute mal was mit einer Kugel bzw. mit einer Halbkugel und mit Frühlingsblühen und natürlich auch mit Zweigen. Aber wie wir das Ganze zusammensetzen und was wir daraus machen und mit Moos und so, das zeige ich euch dann so ausführlich gleich im Video. Bleibt einfach dran! So ihr Lieben, aber bevor wir zum Video bzw. zu der heutigen Blumendeko-Idee übergehen, die ja auch wieder österlich sein wird, nochmal hier so eine kleine Überblendung an unsere süßen Nestchen. Ich habe extra Surprise ins Internet reingemacht, weil wir haben so verschiedene Eier, wir haben so verschiedene Materialien und da haben wir schon einige verschickt, aber ein paar gibt's noch und ich zeige euch jetzt nochmal so ein paar Aktualitäten, was es noch im Online-Shop neu gibt. Also zum einen haben wir noch einmal unseren großen Maxi-Hasen, den blende ich euch nochmal ein. Es gibt auch noch, und das sind jetzt wirklich die letzten, ich glaube wir haben jetzt 4 Paar, noch von unseren hübschen Mangoholzhasen. Aber es geht jetzt, ja, Ostern kommt und die Hasen suchen alle auch ein Zuhause und das ist ja auch in Ordnung. Und wie gesagt, also ein goldener Maxi-Hase. Ja, und dann haben wir noch was Neues gemacht. Da haben wir hier ein in Rot mit Gelb, also schön österlich. Da haben wir einen Türkranz gemacht mit gelben Wachteleiern, mit gelbem Band und haben hier schön Natur reingemacht, also Moos, haben auch ein bisschen Spinosa reingemacht. Und um das Ganze mit Gelb und Grün zu vereinen, haben auch die Wachteleier so eine schöne gelb-grüne Marmorierung. Den habe ich in den Shop reingemacht. Da gibt es auch nur den einen. Es gibt auch ein paar Raritäten. Und dann gibt es noch, und den gibt es auch nur zweimal. Und da haben wir auch mal die Farbe Rot aufgegriffen mit Natur und Perlhuhnfedern. Da haben wir ein Straußenei reingelegt, ein schönes. Und haben diesen Kranz ja so nestig gearbeitet mit Perlhuhnfedern, mit Zweigen, Spinosa, ein bisschen Moos. Also dann haben auch dieses so ein richtig schönes kleines Nest. Das Schöne an solchen Arbeiten ist, die kann man auch einfach in Papier einschlagen, schön irgendwo einpacken und kann sie im nächsten Jahr wieder rausholen und man kann die eigentlich wirklich viele Jahre verwenden. Und das ist ja auch ganz toll, dass die Dinge wiederverwendet werden können. Ja, ich gucke gerade mal, was gibt's noch? Ja, wir haben natürlich hier was ganz Spezielles gemacht. Das zeige ich euch mal. Aber da, Moment, ich muss mich gerade mal rumdrehen, aber da müsste ich auch tatsächlich 10,50 Euro Porto nehmen. Das ist jetzt tatsächlich ein Holzstamm. Da haben wir ein Nest drauf gemacht und da liegt dieses Straußenei drin. Haben auch sehr schöne Vogelfedern. Das ist tatsächlich ein Unikat. Ich kann das ja mal reinmachen, aber das hat auch ein bisschen Gewicht, weil da ist ein Holzstamm dabei. Aber das ist natürlich mega cool und ich glaube, also ich würde es mir an die Haustür stellen, wenn ich es für mich hätte. Den gibt es nur einmal, weil es ist halt Natur, wie er gewachsen ist. Und das Schöne ist, auch momentan wächst sogar die Weide an diesem Holzstamm weiter. Und das ist, das sind so Spezialsachen, die wir nur selten haben. Ja, ansonsten, ach, noch eine Neuigkeit wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist, stimmt, es hat sich so versteckt hier hinten. Ja, wir haben ja hier unsere Nestchen, die ich euch ja schon geschickt habe. Aber das ist jetzt ein Nestchen und das Schöne ist,
Das ist jetzt am Stab. Das kann man sich also sowohl in den Osterstrauß mit reinmachen, auch mit ein bisschen Weide in die Vase, oder man steckt es in den Blumenkübel mit rein. Also das ist jetzt eine ganz tolle Variante am Holzstab. Das mache ich auch noch mal in den Online-Shop mit rein. Das ist dann auch Nestchen Surprise am Holzstab, dass man sich schön dekorieren kann, im Gegensatz zu den flachen Nestchen. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich euch die aktuellen Sachen gezeigt. Jetzt gehen wir tatsächlich dann in den Arbeitsbereich und endlich geht's los mit dem Video. Kommt mal mit! So, also wir haben vorhin ein bisschen vorgearbeitet für das Video. Und wir haben diese Kugel, also wir haben eine schöne große Styroporkugel, die kommt tatsächlich als ganze Kugel und lässt sich in zwei Hälften auseinandernehmen. Die ist bestellbar bei Floristik24. Ist also richtig schön, wenn man was in der Kugelform machen will. Man kann theoretisch auch so eine Kugel mit Papier, mit Sprühkleber und dann mit einem weichen Papier bestücken oder mit Filz und kann dann auch auf Filz sehr gut kleben. Ja, also man kann auch Sachen andrahten und mit einem Draht durchgehen und den Draht dann hier umbiegen. Ja, also man kann mit einer Kugel viel machen. Wir haben gesagt, natürlich wollen wir nicht in der weißen Kugel was reinpflanzen, sieht ja nach nichts aus. Ne? Und deswegen haben wir vorhin diese Kugel mit Moos eingewickelt und da habe ich die Schritte gefilmt, da blende ich euch die Videos dazu rein. Und da habe ich euch die Arbeitsschritte im Video jetzt gezeigt, weil das macht ziemlich viel Dreck und das haben wir einfach so, nur so die Etappen davon. Und damit ihr das seht, wie diese Kugel, wie toll die mit Moos aussieht, gibt es jetzt. Und da seht ihr jetzt auch, die gibt es in vielen verschiedenen Größen. Habe ich jetzt also diese tolle Kugel eingemoost. Wir haben einen Kupferdraht genommen, also man sieht hier jetzt die verschiedenen Größen und bei Floristik24 habt ihr alle möglichen Größen und ist immer eine ganze Kugel und ihr könnt zwei Hälften verwenden, das ist natürlich toll, dann könnt ihr das eine für euch machen und das andere kann man jemandem verschenken. Das ist auch eine schöne Option, oder? Ja, wir haben Kupferdraht genommen, haben den auf unseren Tisch gelegt und haben das Moos dann reingelegt und haben diesen Kupferdraht dann geklappt und haben dadurch, dass es natürlich auch Draht ist super, hilft total gut, richtig schön alles zu machen und haben diesen Draht hier eben zusammengeklappt. Habe ich auch an Weihnachten was ganz Tolles gemacht mit derselben Technik. Ich habe auch Kupferdraht genommen, habe Moos reingelegt und habe ein kleines Holzkästchen reingemacht und habe so quasi ein Mooskästchen gemacht. Also ja, da lässt sich so viel damit machen. Das ist echt schön. Jetzt ist es natürlich hier noch ein bisschen kippelige Angelegenheit. Und damit es ordentlich steht, wäre es natürlich schön, auch wenn das auch auf einem Ring aus Zweigen stehen wird. Und einen Ring aus Zweigen wickeln, naja, kennt sich ja nichts leichter als das. Ich habe mal die Weidenzweige reingeholt. Wir lagern die immer draußen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn man die reinholen würde, dann würden die brüchig werden und dann könnte ich die jetzt auch gar nicht mehr wickeln. Ja, also ich nehme, wie so oft, diese Ringe, diese Zweige. So, ich habe hier nur noch eine Schlaufe drin, sehe ich gerade, die wollte ich eigentlich nicht haben. Ja, genau. So, ich nehme diese Zweige, teile es in zwei Hälften, ja, wie immer, verwickel die einfach miteinander in der Hand. Wenn meine Hände irgendwann nicht mehr reichen, nehme ich die Zweige zwischen die Knie. Ganz einfach.
und verwickel die Weide. Ich habe irgendwann hier diesen schönen gewickelten Strang und möchte ja auch so einen Ring. Jetzt muss ich mal gucken, wie das von der Größe her, kann das so ruhig noch ein Tick größer sein. So. Und dann dadurch, dass diese, ja, dass diese Kugel dann auf diesem Weidenring sitzt, rollt die auch nicht mehr weg, dann hat die auch schön Halt. Nicht, dass irgendein Windstoß kommt und zack ist die Kugel fort, das wäre natürlich ziemlich doof. Ich muss die Enden hier mal so, die Enden wieder mit reinwickeln und schon ist unsere Basis ist hier fertig. Schön ist immer, wenn der Draht, um das Ganze zu fixieren, wenn der Draht auch in einer schönen, passenden Farbe ist zu der Weide. Und dann nehme ich sehr gern diesen goldgelben Draht. Das sind also diese Myrten oder auch Basteldrähte genannt von Floristik 24. Und gehe einfach nochmal einmal locker drüber über die Weide. Dann sind alle Spitzen drin. Beziehungsweise auch nicht nur die Spitzen, sondern auch die Enden, wie man hier ja sieht. Wobei die, wenn die so ein bisschen rausgucken, ja, ich kann sie mit der Baumschere nochmal abschneiden. Wenn die so ein bisschen rausgucken, dann ist das also auch, ist ja Natur. Ist ja auch schön. Aber ich liebe diese senfgelbe Weide und ja, noch kann man sie tatsächlich schneiden und noch hat sie keine Blätter. Und wer von dieser senfgelben Weide was will, der muss sich eigentlich auch, der muss sich schon im Frühjahr sputen, weil die Zeit, bis die Weide dann Blätter austreibt und die Blätter abzumachen, ist ziemlich mühsam. Die rennt mit 7 Meilen Stiefeln. Und dann ist es eigentlich auch ziemlich mühsam, die ganzen Blätter abzustreifen. Also jetzt lässt sie sich halt noch richtig toll verarbeiten. Und deswegen würde ich das auch nutzen. So, der Ring, den kann man ein bisschen biegen. Und dann testen wir mal, wie unsere Kugel hier. Genau, sehr schön. Sitzt sie dann so auf dem Ring drauf. Und die hat jetzt natürlich kein Gewicht. Ja? Die braucht ein bisschen Gewicht, was ich ja auch gebe. Und wir haben zuerst überlegt, ob wir diese Kugel bepflanzen. Ja, war die erste Idee. Und da habe ich gedacht, so, naja, bepflanzen. Also man braucht dann schon ziemlich viel Erde. Man müsste eine Drainage machen. Kann man natürlich auch machen. Die zweite Idee war dann eigentlich, ich kann die auch füllen mit Styropor. Man kann sie natürlich auch mit Hydrokugeln füllen oder was auch immer ihr als Füllmaterial habt. Ich habe tatsächlich einfach den Sack hier gesammelt. Ich habe Styropor. Ich mache einfach Styropor zu Styropor. Ja, ich hab also so eine Styroporplatte zerkleinert und ich brauche eine richtig schöne Unterlage für meinen Unterschutz, für den ich jetzt hier reinsetzen will. Und gleich mal testen, ob das schon reicht. Natürlich auch, ob der Untersetzer dann gerade steht. Das ist ja mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Das Schöne ist natürlich mit so einem Untersetzer auch, ich kann dann, ich brauche die Frühlingsblüher einfach nur reinstellen oder die jeweiligen Blüten und ich muss die gar nicht einzeln gießen, weil die bekommen ja das Wasser dann aus dem Untersetzer. Aber ich fände es ganz schön, wenn wir hier noch so einen Übergang schaffen und da würde ich jetzt auch nicht mit Draht arbeiten. Also entweder ich nehme nochmal die Weide, ich nehme diesmal Birke, weil das ist spielerischer. Die Weide ist natürlich so gerad und starr und die Birke ist spielerischer. Und ich glaube, dass ich die tatsächlich wirklich nur reinlegen brauche, weil die so schön weich ist und weil die so... So. Und wenn ich hier jetzt so ein starres Stück habe,
Dann schneide ich zum einen einfach was ab. So. Und zum anderen habe ich ja auch noch diesen Kupferdraht und kann dann auch noch die Stücke von der Birke in den Kupferdraht einfach einstechen. Und schon habe ich den Rand verdeckt und den Übergang verdeckt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ein bisschen was fehlt mir. Und dann haben wir eigentlich schon, dieses Innenleben der Kugel dekoriert. Also man muss nicht immer alles pflanzen und man muss es auch nicht immer alles ganz auffüllen, so sklavisch, sondern man kann auch manchmal einfach ganz lässig dekorieren. Und hier kann ich jetzt eigentlich fast schon dekorieren, wie ich es im Laden mit der Schale gemacht habe, und stelle einfach die Frühlingsblüher, stelle die einfach in diese Schale rein und lass den Efeu so ganz lässig über die Birke laufen. Das ist eigentlich mit wenigen Frühlingsblühen tatsächlich schon, ja, so schön ausdekoriert. Und es ist jetzt schon so ein ganz lässiger, toller Hingucker. Und was natürlich auch wunderschön wäre, habe ich im Moment nicht da, ist die Schachbrettblume, die Fritillaria. Die ist auch ein Traum hier drin. Und was ich mir hier jetzt also sehr gut vorstellen kann, noch als Deko, hier fehlt jetzt noch ein bisschen Ostern. Und da hätte ich jetzt eigentlich noch gar ein paar schöne Gänseeier. Aber hier hole ich noch mal kurz. Moment, bleib mal dran. Gänseeier reinlegen. Ganz lässig, als ob sie vom Huhn gelegt worden wären. Und ich bleibe auch gern in dieser gelben Farbgestaltung. Und optional könnte man natürlich noch ein paar Zweige oder Kätzchen noch nach oben gucken lassen. Aber das ist dann so optional. Ich glaube, viel Deko brauchen wir wirklich nicht. Und auch Federn sind für draußen natürlich nichts, weil draußen verkleben Federn oder wenn sie nass werden, dann sehen sie nach nichts aus. Aber so habe ich eigentlich vom Styropor ist nichts mehr zu sehen. Ist alles komplett anders und ist wirklich eine ganz natürliche Deko mit viel Grün, mit Moos, mit Birke. Und eigentlich doch relativ schnell gemacht und die Basis, wie so oft, was ich liebe, ist wiederverwendbar. Ihr Lieben, wäre das was für euch? Bin gespannt zu hören und freue mich auf eure Kommentare und auf eure Anregungen. Wenn ihr sagt, oh Margit, ich würde gern mal das und das sehen, hättet ihr gern Türgrenze, frühlingsmäßig, da hätte ich zum Beispiel auch noch ein paar Ideen oder andere Wünsche, erfülle ich natürlich gern. Und bedanke mich fürs Dasein von euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.